Ach, Sammy, noch einmal. Weiß beginnt. Warum? Sind die besser? Dann will ich mit denen spielen. Oh, so sind halt die Regeln. Warum bist du so langsam? Los, schnapp dir einen. Halt, du brauchst doch eine Strategie. Ach komm schon, Susie. Schach ist langweilig. Das wollen wir erstmal sehen. Wir basteln ein Schachspiel, das du nie wieder hergeben willst. Diese Challenge wirst du verlieren. Hallo Freunde, wollt ihr ein wirklich aufregendes Schachspiel haben? Ja, mit Keksen wäre es tausendmal besser. Bücher leer. Hast du sie aufgegessen, Susie? Nein, habe ich auch nicht vor. Diese Blechdosen werden unser Schlachtfeld. Für zwei faszinierende Teams. Minecraft und Among Us. Lass uns mit Minecraft anfangen. Die mag ich am liebsten. Okay, dann wird das hier die Hälfte für Minecraft. Und nicht die wichtigsten Kämpfer vergessen. Wir ziehen in den Krieg. Genau. Hier kommt die Zähltafel für jedes Spiel rein. Wo sind jetzt meine Soldaten? Ich will sie in die Schlacht führen. Blas doch mal zum Angriff. Vielleicht kommen sie dann. Da passiert nichts. Na, weil wir sie noch nicht gebastelt haben. Dafür ist das Verlies jetzt fertig. Dann lass uns anfangen. Als erstes die Bauern. Freunde, vergesst nicht, euren Tisch zu schützen. Wie gefällt euch diese Farbe? Los, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Perfekt. Jetzt schneiden wir die Teile mit einem Messer. Schön vorsichtig. Soldat, sieht einem Kommandanten in die Augen. Hä? Wo ist denn dein Gesicht? Darum wollte ich mich gerade kümmern. Bring mir mal einen Marker. Jawohl, Ma'am. Ich habe eine Idee. Können wir sie vor der Schlacht hier mit zum Ritter schlagen? Ich finde, dafür solltest du lieber ein Schwert besorgen. Okay. Und jetzt zeichnen wir ihnen Minecraft-typische Gesichter. Es ist sicher eine Ehre, dein Bauer zu sein, Sammy. Ich helfe dir, Susie. Wir brauchen Springer, Läufer und Türme. Wow, du hast ja doch aufgepasst. Sehr schön. Dein erster Bauer ist übrigens fast fertig. Kein Soldat verlässt das Schlachtfeld ohne mein Kommando. Hier, bitteschön. Danke. Wir brauchen für jede Figur so einen kleinen Magneten. Na endlich! Seid ihr bereit für eine Schlacht gegen die beste Space Crew? Soldaten? Ich habe gefragt, ob ihr bereit seid. Oh, Susie, sie hören nicht auf mich. Susie, was stimmt denn nicht? Warum antworten sie nicht? Ich denke, weil sie auf ihren wahren König warten. Ach du grüne Neune, den fordere ich zum Duell heraus. Aber Steve ist noch nicht fertig. Er hat weder Arme noch Beine. Nicht mal einen Kopf. Na schön, ich helfe dir und danach mache ich ihn fertig. In Ordnung. Steve, bau dich zusammen. Hey Kumpel. Bereit, gegen die Among Us Crew anzutreten? Vergiss nicht, auf dem Schlachtfeld stehst du unter meinem Kommando. Ich bin der General, nur dass du es weißt. Er scheint beeindruckt zu sein. Steve wurde noch nie von einem Schlauchlein befehligt. Und das ist ein königlicher Platz. Aber ich habe die Krone. Nein, Susie, wir haben ja gar keine Dame. Ein Fehler, hab vergessen dir zu sagen, dass schon alles bereit ist. Juhu, na Freunde, erkennt ihr unsere zukünftige Königin? Hier ist Alex. Lang lebe die Königin. Ein nettes Pärchen. Juhu. Moment mal. Wo sind denn die Wachen? Oh, ich dachte, das übernimmst du, Sammy. Ah, da fällt mir was Besseres ein. Warte kurz. Mr. Skeleton, dein Part. Aber noch ist Skeleton nicht bereit, die Dame zu beschützen. Lasst uns erstmal die Einzelteile herstellen. Wir schneiden die Modelliermasse so zurecht. Ich liebe es einfach, wie der Springer sich bewegt. Im Ernst? Kann er auch das? Oder so? Oder so? Kann er? Na? Niemand tanzt wie du. Aber der Springer kann über andere Figuren hüpfen. Und seine Bewegung ist im Schach einzigartig. Super. Können wir Skeleton überspringen und einen Enderman-Läufer basteln? Nein, aber ich beschleunige mal den Vorgang. Klasse. So ein edler Ritter braucht einen Doppelgänger. Und da ist er schon. Fantastisch. Susie, das ist mein Läufer. Haben wir noch Platz für ihn? Sicher. Enderman ist schnell gemacht. Oh, Soldat,
Menschen. Ihr müsst wild und angsteinflößend sein. Bereit machen! Wenn du es gruselig haben willst, nimm doch noch Creeper. Cool, hier ist noch ein freier Platz für einen Turm. Freunde, Creeper setzt sich selbst zusammen. Wow, malen wir ihm noch ein Muster. Er hat verschiedene Grüntöne. Wir malen einfach mehrere Vierecke. Er ist Tarnfarben, dass er sich leichter an die Feinde ranpirschen kann. Die Feinde laufen davon, sobald sie dieses Gesicht sehen. Wirklich? Oh nein, schnell weg! Wie es scheint, ist der Turm unsere stärkste Figur. Warten wir das gegnerische Team ab. Bei denen gibt es immerhin Imposters. Ich kann es kaum erwarten. Aber erstmal machen wir die Türme fertig. Und wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Na, weil er hinter dir steht. Oh, ich bin aber schon überall. So, das hätten wir. Das Minecraft-Team ist bereit. Wo bleiben die Herausforderer? Eine Armee ultimativer Imposter-Killer. Sammy, jetzt bin ich verwirrt. Für welches Team bist du eigentlich? Ich will die Among Us-Mannschaft erst kennenlernen, aber sag's nicht den anderen. Oder der Creeper wird dich heimsuchen. Okay, legen wir los. Na, was sagst du, Sammy? Aha, seid ihr bereit? Wir wechseln die Seiten. Dranbleiben, Leute. Das bringt uns in Stimmung. Legen wir mit unseren Among Us-Schachfiguren los. Wir beginnen wie immer mit einem Bauern, nämlich dem Lieblingshaustier der Space Crew. Oh, Lucy meint, wir sehen uns ähnlich. Das sehe ich aber ganz anders. Findet ihr nicht auch, Leute? Daumen hoch, wenn ihr die Ähnlichkeit erkennt. Na, wenn das nicht wie ein grüner Schlauchlein aussieht. Sehr schön. Ich führe meine Minecraft-Armee und schlage dich im nächsten Spiel. Wie unheimlich. Du hast dich also für eine Seite entschieden? Vorsicht, Sammy. Mein wilder Brainslug hat dich im Auge. Von so einem Winzling habe ich keine Angst. Bist du sicher? Im Moment habe ich nur einen Brainslug. Aber was wäre, wenn ich eine ganze Armee hätte? Keine Angst. Außerdem ist mein Team viel größer als dein. No. Warte nur, bis meine Figuren alle fertig sind. Ist das der König? Zeig mal her. Und dann überlege ich mir eine Strategie. Aha. Geh weg, Sammy. Ich werde dir gar nichts verraten. So geht es weiter. Ich mache einfach zwei Schnitte. Und schon hat Red Beine. Sieh dir meine Dame ganz genau an, Red. Sie wird dein Albtraum. Da hättest du uns lieber Skeleton und Enderman zeigen sollen. Alex jagt uns keine Angst ein. Dann ich hole Verstärkung. Beeil dich. Denn meine Armee ist fast fertig. So schnell? Ich habe noch niemanden angerufen. Zu spät. Hier ist mein Team. Mal sehen. Wow, mein Team sieht fantastisch aus. Okay, ich fordere den König zum Duell. Wer ist der König? Sammy, das sieht man doch. Der Rote ist der König. Na dann, auf zum Duell. Er wird kein leichter Gegner. Okay, gib das wieder her. Hier ist seine Armee. Der Läufer, die Dame, der Springer, der Turm. Leute, seid ihr für ein Spielchen bereit? Möge der Bessere gewinnen. Na, Sammy, ist Schach jetzt eher dein Ding? Oh ja, und mein Turm schlägt deinen Bauern. Hey, so bewegt sich der Turm aber nicht. Aber der Creeper. Jetzt der Springer.
Na, wenigstens bewegt er sich richtig. Ich finde einfach cool, wie er springt. Was meint ihr, Leute? Gebt uns einen Daumen für diese tollen Schachfiguren und abonniert uns. Steve, warum bist du so faul? Du bist ein Zoo. Bis bald im nächsten Video. Tschüss. Okay, Melchior, du packst das. Finde den Imposter. Nein, nein, nein. Was ist nur los mit dir? Hey, warum schreist du denn so rum? Lucy, es ist eine Katastrophe. Melchior wird nie lernen, wie man Among Us spielt. Ah, das kriegt er schon hin. Mal sehen. Melchior braucht nur ein bisschen Motivation. Ja, die kriegt er. Aufmunterung vom Coach. Davon habe ich auch viel parat. Und natürlich das Wichtigste von allem. Sag's mir. Dafür müssen wir an die Arbeit. Aber das ist es wert. Los geht's. Arbeit? Na gut. Einverstanden. Hey Leute. Ich hoffe, wir haben heute eine Menge Among Us-Fans an Bord. Und Tierfreunde, versteht sich. Denn wir basteln ein riesiges Among Us-Hamster-Labyrinth. Ich hoffe nur, dass kein Imposter unsere Bastelarbeit sabotiert. Seid ihr bereit? Willkommen im Skate! Aha! Sieht so aus, als würden wir uns an dem Skate-Raumschiff orientieren. Das ist die allererste und eine der beliebtesten Maps von Among Us. Wir werden heute viel über das Spiel reden. Wie aufregend! Ja, ich bin ein absoluter Among Us-Experte. Daran gibt es keinen Zweifel. Ach übrigens, der Schleim an den Wänden sieht echt gruselig aus. Lucy, du sollst nicht die Aussicht genießen. Die Imposter können uns jederzeit finden. Sammy, du hast zu viel Among Us gespielt. In der echten Welt gibt es keine Imposter. Auf echt? Was ist denn das hier? Ah, ist ja interessant. Den Fall solltest du schleunigst untersuchen. Ich bin sicher, das war ein Imposter. Ey, Susi, ich glaube, ich werde verfolgt. Warum nur? Vielleicht, weil du selbst wie ein Imposter aussiehst? Schau mal, Sammy, erkennst du diesen Ort? Ja, das ist der Admin-Raum, oder? Cool, lass uns die Crewmates beobachten. Ist gar nicht so einfach. Denn die Imposters sperren die Crewmates hier oft ein und nutzen dann Vents, also geheime Luftschächte. Ach du meine Güte, unser Labyrinth wird keine Vents haben. So bleibt Melchior verschont. Genau, wir lassen ihn nicht im Stich. Sammy, hast du schon das interaktive Admin-Display vorbereitet? Klar, und sogar noch mehr. Wirst du gleich sehen. Hey, du hast sogar einen Korridor zum Weapons gebastelt. Ich gebe mir heute extra Mühe. Und Weapons ist einer meiner Lieblingsräume. Dachte ich mir. Ich frage mich, ob Melchior auf die Plattform für den Raketenwerfer kommt. Und ob er ihn vielleicht sogar benutzen wird. Das wird gar nicht so leicht für ihn sein, die Asteroiden zu zerballern. Aber ich glaube, Melchior schafft das. Dann machen wir lieber hin, Susi. Oder Melchior verlernt alles, was ich ihm beigebracht habe. Hast ja recht. Eure Tiere müssen immer sicher sein, Leute. Regel Nummer 1. Ihr kennt das Raumschiff doch, oder? Wohin führt wohl dieser Flur? Zum O2. Habe ich recht? Ja, Sammy, aber ich habe unsere Zuschauer gefragt. Die wissen das doch eh. Das ist einer der wichtigsten Orte auf dem Schiff. Ich glaube, ich habe die Pflanzen vergessen. Das ist zwar ein kleiner Bereich, aber dort gibt es Pflanzen, die das ganze Raumschiff mit Sauerstoff versorgen. Schaut mal die Röhren. So wird der Sauerstoff zu den anderen Räumen geleitet. Lucy, Sabotage! Jemand hat sich am Sauerstofffilter vergangen. Sammy braucht wohl Hilfe. Okay, ich komme. Ich glaub's kaum, Leute. Aber Sammy hat mich reingelegt. Schon wieder. War doch nur ein Bild, Susi. Wo liegt schon der Unterschied zwischen einem O2 und einem Wasserfilter? Okay. Das ging nochmal gut, aber wir hängen jetzt hinterher. Wo liegt das Problem? Wir machen einfach mit Navigation weiter. Hey, niemand ist am Steuer. Das ist nicht gut. Okay, wir kommen zum vorderen Teil des Raumschiffs. Weiter geht's. Langsam, Susi. So langsam nun auch wieder nicht. Weiter nach links. Sehr gut. Sammy, mit deiner Hilfe werden wir bestimmt schnell fertig.
Okay, diese Räume sind fertig. Machen wir mit den anderen weiter. Oh, seht mal! Sammy hat schon den Flur zum nächsten Raum gebastelt. Mal sehen, wo der hinführt. Hey, ist das etwa ein zweiter Weapons? Echt jetzt? Das ist Shield. Ups, sorry. Ich kenne mich nicht ganz so gut in Among Us aus wie du, Sammy. Ich war aber auch erst verwirrt. Shield heißt Schilder und ich dachte, da erwarten einen Wikinger. Oder Ritter. Du bist der Beste. Ich hoffe nur, Melchior gefällt das alles. Ach, na klar. Nach dem Labyrinth-Training wird er der beste Spielehamster werden, stimmt's? Er hört nicht mal zu. Ich bin mir sicher, dass er damit Freude durchblitzen wird. Sammy, welche Räume fehlen denn noch im vorderen Teil? Heiliger Bimbam, es fehlen nur noch zwei. Communications und Storage, die Lagerhalle. Wollen wir uns aufteilen? Ich mache den Storage und du kannst dich um Communications kümmern. Verstanden, ich gebe mein Bestes. Niemand hat gesagt, dass ich keine Magie benutzen darf. Alles runter. Ups. Danke, Sammy. Du bist wohl schon fertig, hä? Na klar, ich bin doch ein geliebter Bastler. Und der Raum ist eh nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, auch der Raum kann mal sabotiert werden, also Vorsicht. Keine Sorge, Susanne. Damit kommt kein Imposter durch. Ich verlasse mich auf dich, Sammy. Machen wir weiter. Der nächste Raum ist ganz nah. Leute, wisst ihr, welchen ich meine? Susi, Hilfe! Sabotage! Jemand hat mich gefesselt! Ich wollte nicht sehen! Ist ja komisch. Die Kabel sind nicht wirklich festgewickelt. Hab ich doch gesagt. Der Imposter sabotiert unsere Bastelarbeit. Wir müssen schneller sein. Wir sind hiermit schon fast fertig. Und ich habe noch nicht mal gesagt, was das für ein Raum ist. Wissen doch schon alle, oder Leute? Das ist Elektrika. Genau. Die Kabel sind ja nicht zu übersehen. Wenn Susi noch fertig dekoriert, machen wir weiter. Oh, Susi will euch etwas zeigen. Das ist also Electrical. Fertig. Und folgt mir. Tada! Der Lower Engine Raum ist auch schon bereit. Und ich hatte noch Zeit, die Motoren zu basteln. Juhu! Aber ich sollte rauskriegen, welcher der untere ist. Sie sehen eigentlich gleich aus, also macht ihr keinen Kopf. Nehmen wir einfach den hier. Und es gibt ein Geheimnis. Melchior kann sogar reinklettern. Interessant. Und was gibt's da drin? Und ist es da drin bequem? Keine Sorge, habe ich alles durchdacht. Hey, nur noch eine Sekunde und wir sind im nächsten Raum. Bleib dran. Security oder Reaktor? Wähl dir einen Raum aus, Susi. Dann will ich Security. Schließlich müssen wir ja unseren Imposter finden. Glaubst du, wir schaffen das? Er scheint echt clever zu sein. Klingt, als wärst du ganz fasziniert von ihm. Oder nicht? Heiliger Strohsack, Susanne. Wie kannst du das nur denken? Ich scherze nur. Aber ich habe schon eine Idee, wer es sein könnte. Echt? Komm schon, sag's mir. Warte noch ein bisschen. Ich muss meine Theorie noch validieren. Konzentrieren wir uns aufs Basteln. Oh, Sammy, bist du mit deinem Teil fertig? Klar, das war doch ein Klacks. Okay, hier kommt das Hauptteil, der Reaktor. Sammy, was kommt als nächstes? Weißt du das nicht? Wir gehen zum Medbay. Hier können wir Melchior scannen oder verdächtige Flüssigkeiten analysieren. Cola zum Beispiel. Oder aber wir liegen faul auf den Betten rum, stimmt's? Kannst du mir die herbringen, Sammy? Keine Ursache, einen Moment. Na, ja, ja. Sammy, ich glaube, hier fehlt ein Bett. Was ist los? Das war wieder der Imposter, ich schwöre. Er hat das Bett gestohlen. Wenn ich also in deinem Zimmer gucke, werde ich es nicht zufällig finden. Unter deinem Kissen vielleicht. Wie konntest du das wissen? Ich meine, na gut, ich weiß. Endlich ist der Imposter enttarnt. Du warst das die ganze Zeit, Sammy. Du hast gewonnen, aber war doch lustig, oder? Ja, du warst echt überzeugend. Und die Medbay ist fertig. Und wir beenden das Labyrinth mit der Cafeteria. Hier beginnen die Spieler. Und die Fensterwand ist auch an ihrem Platz. Tolle Aussicht. Ja, habe ich auch gemacht. Sieht cool aus, oder? Sammy ist ein echter Handwerker, Leute. Melchior wird es hier lieben. Hier gibt es so viel Freiraum. Susi, es gibt sogar was zum Essen. Genau wie im Spiel. Stimmt, Sammy. Aber irgendwas fehlt noch. Tada! Schon viel besser mit den Bänken. Wow, cool, Susi. Und während du hier gewerkelt hast, habe ich den Motor für oben installiert. Alle Labyrinth-Teile sind fertig. Nachdem wir sie zusammengesteckt haben, können wir das Ergebnis sehen.
Okay, Melchior, zeig uns, was du kannst. Ich hoffe nur, er erinnert sich an alles. Oh, Suisi, ich bin so nervös. Keine Sorge, Sammy. Melchior wird's gut gehen. Stimmt's, Kumpel? Und los geht's. Er war nicht mal für eine Sekunde in der Cafeteria. Echte Selbstbeherrschung. Sammy, er ist eben ein wirklich neugieriger und abenteuerlustiger Hamster. Ja, ich weiß. Er hat das U2 gefunden und ich glaube, er sucht nach einem alternativen Weg. Er ist eben genauso clever wie sein Besitzer. Nein! Sag was, die Kumpel! Und Susi, sollen wir ihm helfen? Ich glaube nicht. Er will nur das Raumschiff steuern. Wenn er fertig ist, wird er schon weitergehen. Puh, das war knapp, Melchior! Oh, er will wieder aus dem Raumschiff flüchten. Was für ein schlaues Kerlchen. Er hat sich wohl nur verlaufen. Siehst du? Immer wenn er nervös ist, wäscht er sich die Hände. Du musst an ihn glauben, Sammy. Schließlich ist er ja dein Labyrinth-Proband. Ja, ja. Komm schon, Melchi. Du schaffst das. Denk an das, was ich dir beigebracht habe. Da, nur ein paar unterstützende Worte und schon findet er seinen Weg. Ja, jetzt ist er in Communications. Vielleicht kontaktiert er jemanden, um rauszufinden. Nee, er ist ein schlauer Hamster. Der schafft schon allein daraus. Siehst du? Mach weiter, Kumpel. Nicht zögern. Folge deinem Bauchgefühl. Ja, buchstäblich. Am Ende erwartet ihn nämlich ein kleiner Leckerbissen. Oh, oh, Vorsicht! Die ganzen Kabel. Ich habe mich schon ein paar Mal darin verheddert. Stimmt. Ein paar hundert Mal, sagtest du? Oh, Susi, musst du das allen erzählen? Komm schon, ist doch witzig. Aber gib's zu, mit Kabeln zu hantieren zählt nicht zu deinen Stärken. Na gut. Oh, sieh mal, Melchior ist gerade im Security angekommen. Was er wohl als nächstes anstellt? Na, die Umgebung untersuchen, ist doch klar. Falsche Richtung. Komm schon, Melchi. Fokus, du bist fast da. Sammy, gib ihm doch etwas Gedenkzeit. Schau, so ein cleverer Kerl. Na los, Melchior, beweg dich. Du hast es fast geschafft. Er hat endlich die Map Bay gefunden. Willst du dich ausruhen oder ein paar Tests durchführen? Die Digitalwerte sehen gut aus. Sie können fortfahren. Glückwunsch, Melchior. Du bist am Ziel angekommen. Jetzt darfst du eine Runde naschen, mein kleiner Gefährte. Puh, das war echt anstrengend. Luft, Luft. Ich brauche mehr Luft. Na, übertreib mal nicht, du Scherzkeks. Du warst ja heute der Hauptverdächtige. Aber ich habe auch geholfen. Na gut, hast ja recht. Und? Hat euch unser Bastelvideo gefallen? Dann gebt einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Ob Imposter oder Crewmates, ihr seid alle willkommen. Macht's gut! 'Sammy, was ist denn? Dein Seufzer hört man ja durchs ganze Haus. Susi, du kannst es dir nicht vorstellen. Dann sprich mit mir. Ich höre dir gern zu. Stellt sich heraus, dass es einen nationalen Einhorntag gibt. Wir beiden wussten nichts davon und wir haben ihn so viele Jahre einfach nicht gefeiert. Wow. Naja, kann ja mal passieren. Aber wir könnten die vergangenen Jahre mit einer riesigen Party aufholen. Richtig. Und wie machen wir das? Na, mit einem Kuchen natürlich. Aber einem besonderen. Komm mit in die Küche. Heiliger Bimbam, überall Milch. Die sollte ich lieber nicht verschütten. Oh, ihr seid ja schon da. Hey Leute, Lust mit uns zu backen? Heute machen wir nämlich einen zauberhaften Einhorn-Regenbogenkuchen. Juhu! So viele schöne Farben. Susi, machen wir einen richtigen Regenbogen? Na klar, der wird dann im Kuchen drin sein. Der Kuchen selbst besteht aus verschiedenen Schichten von Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün. Sieh mal, wie die Lebensmittelfarbe die weiße Milch verändert hat. Ich lieb's.
Aber dazu kommen wir später. Zuerst kümmern wir uns um den Teig. Damit er fluffiger wird, gebe ich Backpulver dazu. Jetzt kommt das Mehl. Kräftig durchsieben. So ist gut. It's raining meal! Hallelujah, it's raining meal! Das war ein kurzer Karaoke-Teaser für die Einhorn-Party. 10 von 10, Sammy. Jetzt kommt die Butter dazu, damit der Teig cremiger wird. Wusch! Und nicht den Zucker vergessen, Susi. Ich mag es süß. Wie du magst. Jetzt nur noch auf mittlerer Geschwindigkeit für 6 bis 8 Minuten aufschlagen. Bereit? Und los! 1 und 2 und 3. Ach du dickes Ei! Das sind ja ganz viele. Die Eier geben wir nach und nach zur Butter hinzu. Und weiter mixen. Wichtig ist, dass ihr keine Pause macht. Unser Einhornkuchen wird so fluffig und cremig. Ich kann es kaum erwarten, davon zu naschen. Geduld, Sammy. Ich gebe noch etwas Vanilleextrakt dazu für den besonderen Geschmack. Und wieder mixen. Und jetzt das Mehl. Ach, übrigens, Sammy, wann feiert man denn den Nationalen Einhorntag? Am 9. April. Und ich werde das erste Schleimhorn der Geschichte sein. Das war gut. Naja, jedes Einhorn ist besonders. Das riecht so lecker. Kann ich mal probieren? Noch nicht, du Schleckermäulchen. Der Kuchen ist nachher schneller verputzt, als du denkst. Jetzt müssen wir den Teig in 6 Teile teilen. Aber hast schon recht, der sieht echt lecker aus. Oh, die sehen alle gleich aus. Wie wissen wir, welcher Teig wohin kommt? Na, wir werden sie einfärben. Das wird ein Regenbogen. Sammy, du darfst dir aussuchen, welche Schicht wir zuerst machen. Oh, das ist schwer. Vielleicht blau? Ich mag blau. Nee, doch nicht. Grün ist besser. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Okay, ich nehme die hier. Mann, du bist so ungeduldig, Susi. Tja, naja, sonst müssen wir ja ewig auf deine Entscheidung warten. Den Teig müssen wir jetzt gleichmäßig in der Backpfanne verteilen. Wusch! Der Teig sollte glatt und eben aussehen. So ungefähr. Den Ofen heizen wir auf 170 Grad vor. Dann fühlen sich unsere Teigschichten wohl. Jede einzelne kommt für 18 bis 20 Minuten in den Ofen. Wollt ihr alle farbigen Schichten zusammen im Kuchen sehen? Dann bleibt dran! Während die Kuchenschichten abkühlen, können wir eine leckere Glasur aus Creme Double machen. Unser Einhornkuchen wird nach Vanille riechen. Wie toll! Das ist der perfekte Duft für so einen Kuchen. Gebt uns einen Daumen hoch, falls ihr uns zustimmt. Schön umrühren. Rühre, rühre, rühre. Susi, der Frischkäse ist da. Zu viel Rührerei wird unsere Glasur ruinieren. Du kommst genau richtig. Die Creme Double ist fertig. Geben wir den Frischkäse dazu. Und etwas Zitronensaft. Fester! Puderzucker darf auch nicht fehlen. Unser Einhornkuchen wird wie ein Bonbon schmecken. Oh. Jetzt schmeckst bestimmt auch du wie ein Bonbon. Alle Zutaten sind drin. Wir müssen sie gut umrühren, damit wir eine schöne Glasur bekommen. Sehen sie nicht gut genug aus. Mal sehen. Hier ist der grüne Teig. Vorsichtig umdrehen. Aha, ich weiß, was du meinst. Aber keine Sorge, Sammy. Wir
Wir müssen die braune Kruste nur entfernen und dann sieht er super aus. Ich dachte schon, unsere Party wäre im Eimer. Du bist ein Wunder, Susanne. Seht mal, Leute. Der Teig ist ganz fluffig und grün geworden. So wie wir ihn wollten. Seid echt vorsichtig mit dem Messer. Folgt lieber einen Erwachsenen nach Hilfe, okay? Wow, das sieht toll aus. Jetzt müssen wir ihn nur zuschneiden. Zuerst schneide ich die linke Seite ab. Vorsicht mit dem Messer. Und nun die rechte. Jetzt haben wir so eine Art Rechteck. Oh nein, das ist Lebensmittelverschwendung, Susanne. Wie wär's, wenn du ihn schon mal kostest? Das lobe ich dir. Ich liebe fluffigen Kuchen. Was sagt ihr? Das ist nach dem Zuschneiden übrig geblieben. Mit welcher Farbe sollen wir anfangen? Geh einfach nach den Regenbogenfarben, Susi. Ist doch klar. Du hast recht, Sammy. Wir arbeiten uns von unten nach oben. Die erste Farbe ist also lila. Und hier kommt unsere weiße Glasur. Sieht die gut aus. Sei nicht so gierig, Susanne. Mach mehr Glasur drauf. Vertrau mir, das reicht schon. Außerdem bestreichen wir jede Farbschicht damit, also müssen wir sie gut aufteilen. Okay, dann sollte ich sie lieber nicht naschen, sonst bleibt nicht mehr übrig. Die erste Schicht ist fertig. Und die nächste ist blau. Warte, was meinst du mit nur blau? Was ist mit Indigo-Blau? Sammy, der Kuchen hat nur 6 Schichten. Dann wird er halt ein einzigartiger Regenbogenkuchen. Okay, ist ja eh Einhorntag. Da ist alles möglich. Schon besser. Der Kuchen wird so oder so perfekt. Ich verspreche es. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich bin bereit. Aber flüster mir ins Ohr, Susi. Soll ein Geheimnis bleiben. Na gut. Hab's. Keine Sorge. Das wird perfekt. Scheint, als wäre Sammy gleich wieder zurück. Also muss ich wohl ein bisschen loslegen. Okay. Wir haben alle Schichten. Aber es gibt noch etwas Arbeit. Und die Party steht schon bald bevor. Lass uns weitermachen. Unser Kuchen braucht eine bessere Form. Schneidet hier ein Stück ab. Das gleiche macht ihr an den anderen Ecken. Seid wirklich vorsichtig mit dem Messer. Oh, ich kann nicht sehen. Susi, wo ist mein Arbeitsplatz? Geradeaus und nach 10 Schritten rechts. Brauchst du wirklich nicht meine Hilfe? Puh, absolut nicht. Das soll eine Überraschung werden. Nicht schon sehen. Da das hier eine Einhornparty werden soll, kommt jetzt ein bisschen Einhornmagie. Und das hier ist die letzte Glasurschicht. Rauf damit! Der Speichel läuft in meinem Mund zusammen. Das sieht so lecker aus. Das schaffst du, Susanne. Wenn Schleime das schaffen, dann auch so. Ich versuch, Sammy. Bist du schon fertig eigentlich? Zweifelst du etwa an mir? Natürlich bin ich fertig. Echt? Kann ich mal sehen? Nein, nein. Lass dich nicht ablenken, Susi. Ich zeig's dir schon auch. Ich nehme dich beim Wort. Und wir, liebe Leute, sind bereit für die Dekoration. Dafür verwenden wir weißen und bunten Fondant. Zuerst müssen wir ihn zu einer großen, runden Schicht ausrollen. Achtung, der Schleim ist auf dem Weg. Ist der Fondant groß und rund genug, bedecken wir unseren Kuchen damit. Und schön ausbreiten. Es sollten keine Falten übrig bleiben. Sieht wie eine dünne Decke aus. Jetzt nicht mehr. Die Kanten trenne ich mit einem Pizzaschneider ab. Wusch. Schnell und sauber. Ich breite den Kuchen für den nächsten Schritt vor. Aber was ist eigentlich der nächste Schritt? Einfach diese 4 Röllchen dazulegen. 2 vorne. Und 2 hinten. Erkennst du die Form? Oh, ich glaube, es ist Zeit für die Überraschung. Bin gleich zurück. Seht mal, Leute. Dieses Pastellpink sieht wundervoll aus. Einmal zwirbeln und fertig. Fehlt nur der Zahnstocher für die Befestigung. Und hier ist der Schwanz in Pastellpink. Und noch ein blauer dazu. Wie schön. Susi, es ist Zeit.
Könntest du deine Augen kurz schließen? Okay, aber nur für 3 Sekunden. Bereit? 3. Tada! Das sind nochmal 6 Kuchen und Glasurschichten mit Fondant. Tolle Überraschung, oder? Allerdings war ich so in Eile, dass ich ein paar Details vergessen habe. Hier fehlen noch kleine süße Öhrchen. Und nicht die lockige Mähne vergessen. Fehlt noch was? Na, das Wichtigste. Was ist ein Einhorn ohne sein magisches Einhorn? Hab dich nur veräppelt, Sammy. Ist ja schließlich keine Ponyparty, oder? Jetzt fehlt nur noch etwas goldener Glitzer. Damit wird alles perfekt abgerundet. Und unser toller Kuchen ist fertig. Schauen wir ihn uns nochmal genauer an, bevor er verputzt wird. Und der Kuchen ist nicht nur von außen schick, sondern auch von innen. Mal sehen, wie er aussieht. Wie immer, Vorsicht mit dem Messer, ja? Ich kann's kaum abwarten. Wow! Seht euch mal diese farbenfrohen Schichten an. Da hat sich die Mühe ja wohl gelohnt. Juhu! Susi, ich will auch ein Stück Regenbogen. Da, bitteschön. Ein Stück für dich und eins für mich. Na, endlich probieren wir den Kuchen. Ich bin sowas von nervös. Wow, da ist garantiert Magie dabei. Wie könnte der sonst so gut schmecken? Leute, den solltet ihr zu Hause unbedingt ausprobieren. Gebt einen Daumen hoch, falls ihr noch mehr solcher lecker lustigen Videos sehen wollt. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Macht's gut! Macht's gut! Sammy? Sammy? Ja, Susi? Was machst du denn da? Oh, ich mache einen Limonadenstand. Ich hatte auch mal einen, als ich Kind war. Echt? Wie viel Geld hast du damit gemacht? Meine einzigen Kunden waren eigentlich nur meine Eltern und Nachbarn. Ach ja, das waren Zeiten. Mein Traum war sogar, ein eigenes Café zu eröffnen. Das wäre schön. Stell dir nur mal vor. Ein heißer Sommertag, die Menschen sind draußen, jemand bekommt Durst. Und da stehe ich und biete ein frisches Glas Limonade mit Eis an. Interessant. Hey Susi, warum erfüllen wir deinen Kindheitswunsch nicht einfach? Nee, Sammy, ich habe keine Lust auf Bauarbeit. Und dann brauchen wir eine Lizenz. Beruhige dich, Susi. Ich rede von einer Miniaturversion. Ah, das könnten wir tun. Los geht's. Yay! Hey Leute, heute wird Susis Traum wahr. Na, nicht so voreilig, Sammy. Hallo zusammen. Wir basteln eine Mini-Version eines schönen, kuscheligen Cafés. Übrigens, wir haben ja schon oft Mini-Sachen gebaut. Die könnt ihr euch alle auf unserem Kanal ansehen. Womit fangen wir denn an? Wie immer mit dem Boden und ein paar Wänden. Der Wand fehlt auf jeden Fall ein kleines, schickes Fenster. So ist schon viel besser. Ich habe das hier gefunden. Soweit ich weiß, ist das eine Spieluhr oder so. Ah ja, stimmt. Was ist schon ein Café ohne passende Musik? Das kommt am besten dahin. Direkt neben den Eingang. Was für Musik wird gespielt? Ich hoffe Hard Rock. Nya, nya, nya. Das wird noch ein Geheimnis bleiben. Aber am Ende des Videos lüften wir es. Oh. Die pinke Tür passt echt gut zur Ziegelwand. Das wird sogar eine ungewöhnliche Tür. Also, ich meine, wie sie sich öffnet. Und
Tada! Wow, großartige Idee, Susi. Danke, Sammy. Und jetzt kümmern wir uns um den Boden. Das heißt, ich kann die Möbel und die Deko und alles rauskramen? Juhu! Ist wohl schon eine Weile her, seitdem wir unser letztes Mini-Haus gebaut haben. Der Boden ist fertig. Jetzt können wir mit der Einrichtung weitermachen. Wir fangen im Erdgeschoss an. Wie viele Stockwerke wird das Gebäude haben, Susi? Vielleicht sind 2 Stockwerke genug für ein kleines, kuscheliges Café wie dieses. Seht ihr, Leute? Unsere musikalische Spieldose fällt hinter der Wand gar nicht auf. Hier draußen darf es nicht kahl aussehen. Wie wäre es mit ein bisschen Gras? Bereit für ein bisschen Magie? Super! Ein perfekter Ort für die Leute, die draußen auf ihren Drink warten müssen. Ja, in der Zwischenzeit können sie... Wow! So schöne Blumen ansehen! Fehlt nur noch das Licht. Wundervoll! Hey Susi, wir machen doch ein Mini-Café, oder? Ja, Sammy. Also, sollte es doch eine Bar geben, oder? Na klar, ist offensichtlich, oder? Warum fragst du? Na, weil ich schon so eine gebastelt habe. Oh, wie toll, Sammy. Aber findest du nicht, dass sie noch ganz schön leer ist? Hast ja recht. Okay, bin schon dabei. Machen wir in der Zwischenzeit hier weiter. Das sind 2 identische Wandteile mit Lampen. Eines von ihnen ist mit Draht verbunden. Der Tresen braucht einen Computer, damit man auch die Bestellungen im Überblick hat, wisst ihr? Apropos Bestellungen, wir sollten unseren Kunden eine große Auswahl bieten, richtig? Was sagst du jetzt zum Tresen, Susanne? Mal sehen. Er ist perfekt, Sammy. Übrigens, was gefällt dir eigentlich in einem Café am meisten? Je lockerer, desto besser. Ich mag's nicht, wenn ich ganz viel Besteck auf dem Tisch hab. Da werde ich nervös. Na klar, Sammy. Wir wissen alle, wie ungeduldig du bist, wenn es ums Essen geht. Und womit fühlst du dich in so einem öffentlichen Café wohl? Na, mit Essen natürlich. Und Kissen. Vielen Kissen. Ist notiert, Sammy. Was mich angeht, mir ist wichtig, dass das Essen schmeckt und die Atmosphäre toll ist. Außerdem mag ich ganz leise Musik im Hintergrund. Und wenn die Kellner und Kellnerinnen nett, aber nicht aufdringlich sind. Und du hast recht, Sammy. Je weniger Besteck, desto besser. Viel Deko darf auch nicht fehlen. Man will sich ja was angucken. Wow, Sammy. Du bist ja wirklich ein Meisterdekorateur. Stimmt ihr mir zu, Leute? Dann gebt gerne einen Daumen hoch. Unser Café wird kein gewöhnliches. Wenn ihr dranbleibt, erfahrt ihr auch warum. Susi, wofür brauchst du das? Oh, danke schön. Wirst du schon bald sehen, mein ungeduldiger Freund. Warte noch ein bisschen. Das soll schließlich das Traumcafé werden. Und manchmal muss man geduldig sein, damit ein Traum in Erfüllung geht. Zack! Wow! Susi, wären da nicht die Kissen und Kaffeetassen, könnte das auch ein Swimmingpool sein. Das ist ein Swimmingpool! Was geht hier vor sich? Hast du nicht auch immer was zum Snacken dabei, wenn du mit deinen Schwimmreifen im Pool entspannst? Ja, das stimmt. Aber keine Sorge, es gibt auch normale Tische. Und 2 hier. Da fehlen noch Stühle. 1 und 2. Perfekt. Susi, das habe ich gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das ein kleiner Tisch oder ein Stuhl ist. Voll gut, Sammy. Dafür haben wir hier noch einen Platz. Oh, hast du nicht von einem zweiten Geschoss gesprochen? Stimmt. Hier kommt das 2. Stockwerk. Warum fange ich nicht schon mal mit der Einrichtung an? Gute Idee, Sammy. In der Zwischenzeit setze ich die Wände auf. Gebäude mit einem besonderen Grundriss und verschiedenen Wänden habe ich schon immer gemacht. Das können wir hier auch so machen. Oh Leute, ich möchte Sammy jetzt richtig überraschen. Was sagt ihr? Ist das nicht ein schicker Wasserhahn? Hey, guck mal, was für ein tolles Gelände ich gebastelt habe. Susi, was ist das? Ist das eine... Eine Badewanne? Ja, ich dachte, warum nicht? Fehlt nur noch der Schaum und ein paar Bläschen. Cool, oder? Hab's auf jeden Fall nicht erwartet. Okay, Leute. Legen wir einen Zahn zu. Tada! Das ist die Couch. Niedlich. Und das wird eine Kommode. Ich liebe die Farbe. Und das hier ist ein Doppeltisch mit Blumen. Susi, sieh mal. Ich habe
alles eingeordnet. Ich bin auch noch ein Meister in Einrichtung. Das ging schnell, Sammy. Du hast sogar die Wände aufgestellt. Okay, jetzt bin ich dran. Das Sofa stelle ich hier hin. Und davor den Tisch. Ich vermisse noch ein paar dekorative Sachen für die Atmosphäre. Ein Bild. Noch mehr Pflanzen. Und eine kleine süße Zeitungsbox. Ich glaube, ein winziger Tisch für den gesamten zweiten Stock reicht nicht aus, Susi. Das stimmt wohl, Sammy. Am besten stellen wir hier noch einen Tresen hin. Perfekt. Schon besser. Ist direkt gemütlicher. Habe ich irgendwas vergessen? Die Stühle, Susi. Oh, stimmt. Ha, da sind sie. Susi, lass uns noch mehr machen. Gute Idee, Sammy. Was für eine Idee? Na, ein Skateboard natürlich. Und noch Zeitschriften. Hier kommt das Geländer. Sieht perfekt aus, Sammy. Ich weiß. Und schau dir das mal an. Das ist fantastisch, Sammy. Jetzt muss nur noch der zweite Stock drauf. Tada! Die Treppe fehlt. Sammy, könntest du sie mir bringen? Eine Treppe? Einen Moment. Die hier? Oh, nee, Sammy, aber danke. Das habe ich schon fast vergessen. Das kommt hier hin und dient als kleines Dach. Das ist die Treppe. Die kommt an ihren Platz und dann sind wir fertig. Und zu guter Letzt fehlt nur noch ein pelziger Stammgast. Sammy, ich liebe unser Kaffee Pink. Danke für die tolle Idee. Stets zu Diensten, Susi. Oh, übrigens, du sagtest doch etwas über einen Snack, während ich entspannen kann, oder? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Lass dir ein Bad ein, ich mach dir ein Sandwich. Juhu! Oh, sorry, Leute, das hat echt Spaß gemacht. Abonniert unseren Kanal und schaut euch noch mehr Videos von Susi und mir an. Und immer schön auf die Glocke drücken. Macht's gut! Was denn? Susi, stör mich nicht. Mein Erlebnisbad für Coco ist fast fertig. Wie bitte? Da drin ertrinkt er doch. Ich gebe ihm einen Schnorchel. Nein, auf keinen Fall. Lass uns lieber gemeinsam etwas bauen. Okay, ich denke, ich könnte die Lorbeeren mit dir teilen. Hallo Freunde, heute sind wir in bester Sommerlaune. Und darum bauen wir ein Erlebnisbad für Hamster. Susi? Ich meinte aber nicht, dass ich stattdessen den Papa saufen will. Sammy, die Teile brauchen wir halt alle für die verschiedenen Erlebniswelten. Okay, ich habe erstmal aufgeräumt. Ist das jetzt besser? Viel besser. Jetzt kann's losgehen. Wofür sind diese Teile? Wir beginnen mit dem Aufzug. Das ist das Fundament. Wir tragen erstmal Kleber mit der Heißklebepistole auf. Freunde, seid schön vorsichtig. Es ist sehr heiß. Und jetzt kleben wir die Teile zusammen. Genau so. Jetzt brauchen wir einen quadratischen Rahmen. Den hier? Ich wusste, du würdest den gleich brauchen. Nennen wir es Berufserfahrung. Danke, Sammy. Du bist ein Schatz. Das ist der untere Rahmen. Wir kleben ihn auf das Fundament. Das ist eine der vier Säulen für den Fahrstuhl. Wir kleben jeder an ihren Platz. Guck mal, Susi. Ich kann das hier super balancieren. Keine Bange. Ich hab's dann. Du spielst aber auch wirklich mit allem. Die letzte kommt hier hin. Und fertig. Jetzt können wir die Kabine zwischen die Säulen stecken. Wow, das sieht so echt aus. Ich wette, Coco wird die Fahrt genießen. Und für die Fenster habe ich Acrylglas verwendet. So kann Coco die Aussicht genießen.
Und das Dach? Jetzt ist der Antrieb dran. Dafür brauchen wir ein Getriebe. Genauer gesagt zwei. Die kommen hier oben drauf. Dieses kleben wir in die Mitte. Perfekt. Und das kleinere kommt hier an die Seite. An die Kabine haben wir noch dieses kleine Teil angebaut. Als nächstes ist der untere Teil unseres Mechanismus dran. Der Motor läuft, dreht die Zahnräder und der Fahrstuhl fährt. Bedient wird alles mit diesen Knöpfen. Sie sind an den Motor angeschlossen. Den Mechanismus verkleiden wir mit Pappe. Freunde, wenn euch Basteleien mit interessanten Mechanismen gefallen, abonniert unseren Kanal und gebt ein Däumchen hoch. Der Aufzug ist fertig. Wir müssen nur noch den oberen und unteren Teil des Kabinenmechanismus mit einer Strippe verbinden. Jetzt können wir ihn mal testen. Erst hoch und dann wieder runter. Es funktioniert. Der Fahrstuhl ist sowas von cool, aber eigentlich frage ich mich, wozu ein Erlebnisbad sowas braucht. Susi? Hey, Lika Bim Bam! Diese Pappteile sind aber verdammt groß. Na klar doch. Sieh dir diese gewellten Kanten an. Was glaubst du, was es wert? Oh, wellig und sehr hoch. Was sieht in einem Erlebnisbad denn so aus? Ich hab's. Das werden Wasserrutschen, stimmt's? Genau, Sandy. Errätst du auch, wie viele Rutschbahnen es werden? Das ist leicht. Je mehr, desto besser, ist doch klar. Ich wusste, du würdest sowas sagen. Aber der Platz ist begrenzt. Versuch's nochmal. Bedenke dies, bedenke das. Was bin ich, ein Hellseher oder was? Wie soll ich das erraten? Schaut so aus, als läge die Antwort direkt vor dir, Sunny. Eins und zwei. Jetzt weiß ich, Susi. Es werden zwei verschiedene Rutschen. Richtig. Und hier sind sie. Eine ist ein bisschen welliger als die andere. Juhu! Oh, ich rutsche an. Keine Sorge, Sam. Wir bauen eine Leiter auf Eisstielen. Apropos, weißt du zufällig, wo welche sind? Upsi, habe ich die etwa weggeworfen? Ich weiß nicht mehr so genau. Oh, Sammy, das waren die letzten Eisstiele. Puh, da sind ja die Eisstiele und geschnitten sind sie auch schon. Du solltest dich nicht so aufregen, Susi. Du machst dir echt zu viele Sorgen. Aber du hast mir einen Schrecken eingejagt. Na gut, bauen wir die Leiter. Und wieder schön vorsichtig mit dem Heißkleber. Die erste Stufe ist bereit. Susi, bist du sicher, dass das Loch hier so sein muss? Natürlich nicht. Das ist ja gefährlich. Da kommt auch Pappe hin. Außerdem kleben wir hier ein Teil an, um die Rutschen mit dem Fahrstuhl zu verbinden. Und auf der anderen Seite zu einem geheimen Ort, den wir noch bauen müssen. Sicherheit geht vor. Susi, wir brauchen noch einen Zaun, dass Coco nicht runterfällt. Du hast recht, Sammy. Und auf die Seite mit dem geheimen Ort kommt auch ein Zaun. Heiliger Bim Bam, ist das hoch? Ich rutsch gleich runter. Halt! Wir sind doch noch nicht fertig. Okay, ich hab's mir überlegt. Das ist zu gefährlich für einen Schlauchleim. Weise Entscheidung, Sam. Für Coco ist es auch noch zu gefährlich. Erstmal bauen wir ein Schwimmbecken. Ha, ich hab gar nicht zugehört. Lass uns einen riesigen Pool bauen. Ich denke, der ist groß genug für Coco. Er ist auch nicht zu tief, dass Coco Angst kriegen könnte. Klingt gut. Danke für deine Unterstützung. Und was hast du da an? Gib wieder her. Das ist meine Decke. Sie ist so kuschelig und warm. Und genau richtig für unseren Pool. Coco mag kein echtes Wasser, also tun wir stattdessen Polyesterwatte rein. Na gut, aber diese LED-Lampen sind meine und ich werde sie nicht... Oh, was ist denn jetzt los? Hilfe! Ich denke mal, diese fiesen Lampen brauchst du nicht mehr. Oh, endlich frei. Nimm sie nur. Ich finde schon etwas Besseres. Gut zu hören, denn diese Lampen sollen unseren Pool beleuchten. Boah, das wird so cool. Susi, darf ich auch in den Pool? Na logo. Coco hat sicher nichts dagegen. Oh, das ist wundervoll. Als würde man auf Wolken schweben. Nach Rutschen und Schwimmen im Pool ist es Zeit für ein wenig Entspannung. Lass uns eine Ruhewiese bauen. Los geht's. Wow, das ging ja diesmal noch schneller. Entspannung? Da bin ich dabei. Wo kann ich mich hinschmeißen? Sammy, ich bin auch K.O. Kriege ich einen Kakao? Hm, Dankeschön. Jetzt ruhen wir uns erstmal aus. Oh, das ist einfach fantastisch. Freunde, wir sind gleich wieder da. Sag mal, Leute, habt ihr Susi gesehen? Wo ist sie denn bloß? Okay, ich schaffe das auch alleine. Sammy, du hast ja ohne mich angefangen. Das ist gemein. Ich wollte nur keine Zeit verschwenden, Susi. Coco wartet doch sehnsüchtig.
Na, dann kannst du ja alleine weitermachen. Ich werde hier scheinbar nicht gebraucht. Das habe ich nicht so gemeint. Ich sagte doch gar nicht, dass ich es alleine kann. Nimm mir das bitte ab. Kleiner Scherz, Sammy. Ich lasse dich doch nicht im Stich. Apropos, das hast du gut gemacht. Dieses neue Element ist fast fertig. Jetzt kommt der interessanteste Teil. Hier kommt ein langer Schlauch. Ich kann kaum erwarten, wie Coco hier durchkrabbeln wird. Das wird eine Tunnelrutsche. Eine kleine Überraschung für unseren kleinen Freund. Dass mir das nicht eingefallen ist. Leider bin ich zu groß dafür. Noch ein letzter Handgriff. Und fertig. Diese Rutsche ist so hoch. Ihr wird ganz schwindig, wenn ich hier oben stehe. Oh. Alles gut, mach dir keine Sorgen um mich. Und weil wir nicht wollen, dass Coco abstürzt, kommt hier auch noch ein Zaun hin. Und hier. Viel besser. Zwei Elemente fehlen noch. Sie teilen sich ein Fundament, sind aber voneinander getrennt. Dafür kommt hier eine Barriere hin. Schön fett Kleber drauf. Perfekt. Und die Trennwand kommt jetzt hier hin. Etwas klein für den zweiten Pol. Lucy, willst du mir nicht verraten, was ich werde? Ehrlich gesagt habe ich mich noch gar nicht entschieden. Mach doch mal einen Vorschlag. Oh, das ist schwer, wenn du ein Genie bist und so viele Ideen hast. Schwere Entscheidung, hm? Na, dann schauen wir uns erst alles andere an. Lucy, wie kommt Coco denn von hier nach da? Er kann doch nicht so weit springen. Versuch's nicht mal. Hier kommt eine Hängebrücke hin und Coco kann von hier aus direkt zur Tunnelrutsche gehen. Cool, oder? Mal ausprobieren. Ha, 10 von 10. Man kann sogar drauf springen. Wenn du dich vergnügst, schupfe ich ja verdammt schwer. Sammy, sei nicht so grantig. Ich kann dir doch mit der Deko helfen. Jetzt sieht die Ruhewiese viel gemütlicher aus. Und ich habe ein Leckerli für Coco versteckt. Ein paar Grünpflanzen fehlen auch noch. Oh, die Partygiraffe! Oh. Sammy, willst du Coco in Sand ertränken? Und ist dir überhaupt schon eingefallen, was das hier werden soll? Ich habe sogar eine ganz großartige Idee. Rate mal. Ich glaube, ich weiß es. Coco und ich geben das perfekte Volleyballteam ab. Nimmst du die Herausforderungen an, Sam? Später vielleicht, aber jetzt. Oh, dieser Liegestuhl ist ja himmlisch. Wo kommt die denn her? Die sind aber für Coco. Ich stelle noch einen Tisch dazu. Lucy, ohne mich will das wohl nicht. Das sieht alles so trostlos aus. Na gut, dann stellen wir noch einen Sonnenschirm auf. Und was Leckeres zum Snack auf den Tisch. Nur noch der Feinschliff. Hier eine Leiter. Ein Flamingo. Ein fetter Donut. Flamingos kann man nie genug haben. Und einen winzigen Sonnenschirm. Und außen herum kommt noch ein Zaun. Freunde, sieht das nicht toll aus? Wollt ihr alles mal in Augenschein nehmen? Na dann, kommt mit. So, ihr Lieben, das Erlebnisbad für unseren Hamster ist fertig. Dann sollte Coco wohl schon mal seine Badehose anziehen. Ich denke, das können wir uns schenken. Coco ist schon ganz aufgeregt. Los geht's. Hier, mein Süßer. Jetzt geht's nach oben. Klasse, es funktioniert. Coco auf dem Dach der Welt. Sieh mal, Sammy, er nimmt gleich mal die Wellenrutsche. Vorsicht! Yippie! Er ist im Pool! Ach, diese weichen Bälle waren eine fantastische Idee. Coco liebt sie. Oh, er geht die Treppe rauf. Und ich denke, er hat sein Leckerli in der Tasche gefunden. Coco, du hast aber Hunger. Na dann, guten Appetit. Ich glaube, unser Hamster will noch eine Runde schwimmen. Sieht ganz danach aus, Sammy.
Oh, sieh nur, er geht die andere Treppe hoch, um noch einmal zu rutschen. Juhu! Yippie! Ich wette, Coco hat einen Mordsgaudi. Jetzt geht er zur Hängebrücke. Los, Coco, keine Müdigkeit vorschützen. Susi, er hat es geschafft. Er ist auf der anderen Seite unseres Erlebnisbads. Oh, ich bin so gespannt, wie er die Tunnelrutsche findet. Das geht hier richtig fix. Unglaublich. Du bist fast am Poolbadehamster. Er ist unser Held. Susi, kann ich auch so einen Pool haben? Ich bin echt neidisch. Sammy, ich sagte doch schon, dass du einen Kokospool darfst. Komm, schauen wir lieber, was Coco als nächstes macht. Beachvolleyball spielen. Ah, ich fürchte, Sport ist nichts für ihn. Oh, okay. Und wo geht er jetzt hin? Vielleicht will er sich in einen Liegestuhl fletzen. Nee, die gefallen ihm wohl nicht. Coco, das hast du großartig gemacht. Hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Dieses Erlebnisbad ist einfach der Hammer. Und der Eintritt ist auch noch frei. Tja, Freunde, vielleicht wollt ihr eurem Hamster ja auch mal zujubeln. Baut doch auch einen Erlebnispark. Und falls ihr euren Lieblingsblogger unterstützen wollt, gebt uns einen Daumen und abonniert den Kanal. Tschüss! Tschüss. Ich kann's kaum erwarten. Meine Damen und Herren, Peter verschwindet jetzt. 1, 2, 3. Oh. Wow, bravo, Sammy. Und jetzt zaubere ihn zurück. Ich habe nur den ersten Teil des Tricks gelernt. Ich weiß nicht, wie man ihn zurückholt. Du meinst, Peter ist für immer verschwunden? Naja, er ist irgendwo in unserem Haus. Wir müssen ihn nur hervorlocken. Und was nehmen wir als Köder? Süßigkeiten? Warum nicht? Fürs Protokoll, ich werde gleich wieder da sein. Das könnte tatsächlich funktionieren. Aber wir motzen es noch ein bisschen auf. Aber wie? Wir brauchen Süßigkeiten, Wasser, Bastelpapier, Kleber und eine Schere. Bist du dabei? Na klar, eine neue Bastelei. Wer würde dazu schon Nein sagen? Los geht's! Hallo Leute! Heute basteln wir eine coole Pinata, die wie eine Spinne aussieht. Willst du Peter etwa durch eine große Spielzeugspinne ersetzen? Natürlich nicht. Peter wird seinen neuen Freund sehen und kommen, um ihn kennenzulernen. Und dann fangen wir ihn. Oh, geniale Idee. Womit fangen wir an? Also, als erstes müssen wir diese Luftballons aufblasen. Einatmen und... Okay, verstanden. Einatmen und... Oh, okay. Ich krieg das trotzdem hin. Nanu, wo ist er hin? Okay, als erstes ist der Körper der Spinne dran. Wir bauen ihn aus Pappmaché. Wusstest du, dass Pappmaché ursprünglich benutzt wurde, um Helme und Masken herzustellen? Damals im alten China. Doch während es früher zu einem ernsten Zweck eingesetzt wurde, dient es heute unserem Vergnügen. Regnet es Papier? Auf so ein Wetter bin ich nicht vorbereitet. Oh, du hast ihn aufgepustet. Super, Sammy. Man muss halt die richtigen Leute kennen. Unser Nachbar hilft immer gern. Die erste Schicht befestigen wir mit Hilfe von Wasser. Dann lässt sich der Ballon nachher ganz leicht entfernen. Wir platzieren die Papierstücke überlappend. So wird es stabiler. So. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Paradiesisch.
Wow! Sammy, du solltest mir lieber beim Basteln helfen. Ich wette, mit mir bist du viel schneller. Das würde ich nie anzweifeln. Jetzt brauchen wir Kleber, um die zweite Schicht unserer Piñata zu befestigen. Erst Kleber auftragen, genau so. Sieh genau hin. So ist gut. Und darauf kommt ein Stück Papier. Und mit den Händen schön glatt streichen. Siehst du? Lucy, eigne ich mich auch als Grundlage für Pappmaché? Sammy, ich bin mir sicher, du wirst eine tolle Pappmaché-Grundlage. Aber unsere Hauptaufgabe heute ist, Peter zu finden. Ich vermisse ihn schon. Ja, der Arm ist ganz allein da draußen und gruselt sich vielleicht, weil er nicht in seinem Haus ist. Prima. Unsere erste Schicht ist schon getrocknet und wir können die nächste aufkleben. Noch eine Schicht? Wie viel brauchen wir denn? Unsere Piñata wird 4 Schichten haben. Dann ist sie stabil genug, um 8 Spinnbeine zu tragen. Es dauert zwar eine Weile, aber das Ergebnis wird fantastisch. Oh Susi, ich glaube, jetzt bin ich auch Pappmaché. Dabei sehe ich gar nicht wie gekautes Papier aus. Freunde, auf Französisch heißt Papiermaché gekautes Papier. Natürlich siehst du nicht wie Papier aus, Sammy. Und schon gar nicht durchgekaut. Genau. Ich sehe viel hübscher und frischer aus. Puh, das ist gar nicht so einfach. Beschleunigen wir das Ganze. Und tada! Wundervoll. Jetzt lassen wir es trocknen. Der Körper ist fertig. Jetzt brauchen wir noch einen Kopf. Keine Panik, Lucy. Du brauchst nichts mehr zu tun. Ich bin schon fertig. Wow, Sammy, toll gemacht. Genau das brauchen wir. Jetzt verbinden wir die Teile. Dafür brauchen wir... Bald wird sie lebendig. Wir aktivieren sie mit einem Elektroschock. Kein Strom. Ich fürchte, da verwechselst du etwas, Sammy. Wir verbinden die Teile mit unserem guten alten Papier. Oh, und ich habe mich schon so auf den Charakter eingearbeitet. Nicht traurig sein. Deine Verwandlungskünste kommen im nächsten Video wieder zum Einsatz. Freunde, abonniert unseren Kanal. Ich probiere gerne Neues aus. Du hast noch nie einen Schlauchlehm wie mich gesehen. Nur noch ein bisschen Leim. Und fertig. Jetzt lassen wir unsere Piñata trocknen. Was machen wir dabei? Mir ist langweilig. Dafür hast du keine Zeit, Sammy. Wir basteln jetzt die Spinnbeine. Ich frage mich, wie lange die wohl sein werden. Oh. Wir werden es gleich herausfinden. Oh, das ist schon alles? Ist ja nur 1,5 mal so groß wie ein Schlauchschleim. Bist du dir da ganz sicher, Sammy? Na gut, 2 Schlauchschleime. Trotzdem nicht gerade gruselig. Du solltest dir die Dinge hier mal etwas genauer anschauen. Susi, ich denke, sie sind jetzt groß genug. Aha, was sagst du nun, Sam? Heiliger Bim-Bam! Wie viele Schlauchschleime sind hier? Frag lieber nicht. Ich konnte sie nicht zählen. Susi, ich hätte da ein paar Fragen bezüglich der Konstruktion der Beine. Um sie stabiler zu machen, verwenden wir wieder Pappmaché. Wie viel Papier brauchen wir denn für diese Bastelei? Ich kann nicht mehr, Susi. Warte, Sammy. Wir wollten doch Peter finden, oder? Sicher, sicher. Warum fragst du? Na, dann hilf mir mit den anderen Beinen. Na logo, wie viele brauchst du noch? 7 weitere. 7? Das stand aber nicht in meinem Vertrag. Wir sind endlich mit den Beinen fertig. Und unser Pappmaché ist vollständig getrocknet. Ein Hoch auf den großartigen Tibidaba. Das bedeutet, wir können das Loch für die Süßigkeiten schneiden. Oh ja, das Loch sollte weder zu groß noch zu klein sein. Ihr Lieben, denkt daran, nicht mit scharfen Werkzeugen zu spielen. Bittet einen Erwachsenen um Hilfe. Susi,
Warte mal, ich muss die Süßigkeiten holen. Aha, aha. Vorsicht mit den Süßigkeiten, du. Ich meine, hier lang bitte. Okay, okay. Jetzt drehen. Aha. Stopp, angekommen. Gut gemacht, Jungs. Ich melde mich wieder. Sammy, wo hast du all die Süßigkeiten her? Ich verrate meine Süßigkeitenlieferanten nicht, Susi. Tja, wissen deine Lieferanten vielleicht auch, wo Peter steckt? Ich frage sie, aber ich fürchte, sie handeln nur mit Süßigkeiten. Eine Frage. Hast du Peter gesehen? Ist er schwarz? Ja. Mit 8 Beinen? Ja, ja. Haarig? Ja, ja, ja. Nicht gesehen. Aber ich habe etwas, das dich interessieren wird. Komm mit. Okay. Während Sam weg ist, kleben wir die Beine an. Dafür nehmen wir Heißkleber. Was sonst? Das geht immer am besten. Ich fühle mich, als würde ich beim Andocken eines Raumschiffs mitarbeiten. Susi, ich habe kurz Pause gemacht und mich für alle Fälle für dich gleich mit ausgeruht. Danke für die Unterstützung, Sammy. Gut, dass sich wenigstens einer von uns entspannen kann. Ein paar Sekunden warten. Du hast dabei nur 2 Beine geschafft? Oh. Er hat recht, Freunde. Legen wir einen Zahn zu. Und da ist unser Riese. Peter! Na, hattest du diesmal Glück, Sam? Susi, ich fürchte, unser Plan geht nicht auf. Peter kommt nicht. Das liegt daran, dass die Spinne noch nicht fertig ist. Sie muss etwas realistischer aussehen. Susi, ich glaube, wir haben die Pedipalpen an seinem Kopf vergessen. Ich glaube, du hast recht. Na, Sammy, kriegst du das hin? Kein Problem. Hokus pokus, Pedipalpus. Na, sieht doch gleich viel besser aus, oder? Was brauchen wir noch? Spinnen haben Haare am Körper, Susi. Wie machen wir die? Dafür brauchen wir Krepppapier. Hopp, ganz viel davon. Ich dachte schon, wir müssen Peters Häutungsreste finden. Die wären eh zu klein für unsere Spinne. Also kümmern wir uns selbst darum. Ihr Lieben, seid bitte vorsichtig mit der Schere. Susi hingegen ist ein Scheren-Großmeister. Diese Schnitte erzeugen den Haareffekt. Wiederholt den Vorgang bei allen Papierstreifen. Und so sieht das Ergebnis aus. Fantastisch. Was kommt jetzt? Jetzt, Sammy, tragen wir Kleber auf. Genau hier. So, noch ein bisschen mehr. Und kleben das Papier an. Das ist ganz leicht, siehst du? Oh, Susi, unsere Spinne ist noch immer nicht gruselig. In einer perfekten Welt sollte sie uns Angst einjagen. Du fürchtest dich also noch nicht vor ihr, hm? Natürlich nicht. Ich sehe doch, dass sie aus Pappe ist. Sammy, wusstest du, dass leuchtende Farben bedeuten, dass die Spinne mega gefährlich ist? Hast du hier davon gehört? Willst du etwas sagen, dass ich gefährlich bin? Oh! Sammy? Hä? Sammy? Was? Die Spinne ist fertig. Oh, cool. Und was ist das? Oh, das ist nicht das, was du denkst. Susi, was hast du? Oh, wow, sie ist so verdammt groß. Susi! Heilige Makrele, bitte wird sie mit Sicherheit leben. Da stimme ich dir zu. Also lass uns endlich nach unserem vermissten Freund suchen. So, Sammy, sollen wir es jetzt nochmal mit unserem Glücksbringer versuchen? Ich habe
etwas ausgedacht. 1, 2, 3. Peter ist wieder da! Okay, beim nächsten Mal. Oh, Sammy, wo ist Peter? Ich kann einfach nicht auf leeren Magen denken. Bam. Also, Sammy, dann ist es an der Zeit, unsere Piñata zu schlagen. Das hört sich schon besser an. Susi, ich hole Peter. Was hast du vor, Sammy? Keine Zeit für Erklärungen, Susi. Öffne das Glas. Okay. Ich gehe auf eine Rettungsmission, Susi. Verhülle mich, solange ich nicht hungrig bin. Freunde, unterstützt Sam mit einem Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und ich werde sie jetzt wohl lieber beide retten gehen. Tschüss!